Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Egmating. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Das ist schon der Herr Pfarrer. Ja, grüß Gott, der Herr Pfarrer ist da beim TSV hier in Egmating. Herr Pfarrer, wir sehen uns auch noch. Ja, mit Hund, freilich. Gell? Und ihr seid nicht am Sportplatz draußen. Was ist denn los, Hans? Das ist übrigens das ist der Chef. Der sportliche Chef, oder? Auf der Chef oder Chef? Ja, bist du jetzt der Chef vom TSV oder nicht? Ja, und was machst du als Chef? Nein, ich bin der Abteilungsleiter bloß. Also. Und was ist die Aufgabe eines Abteilungsleiters? Der leitet die Abteilung mit 300 Mitglieder in der Fußballabteilung. Leute auch in Egmating? Ja, 130 Jugendliche im aktiven Spielbetrieb. Ja, aber die sind nicht alle aus Egmating, oder? Ja, alle Egmating, sind nur Egmating. Ja, nur Egmating, ja. So eine Jugendarbeit? Ja, es läuft sehr gut. Das liegt aber dann auch wegen am Abteilungsleiter. Ja, ich bin aber seit 26.03. bin ich es nicht mehr. Ich bin 35 Jahre an der in dem Posten gewesen. Ja. Und jetzt habe ich das ganze Amt an die anderen übergeben. Jetzt bist du Privatier. Jetzt bin ich Privatier. Aber was machst du dann als Privatier trotzdem am Sportplatz stehen? Ja, aber dann bin ich ein bisschen selbstständig auch noch daheim. Ja. Und wir sind halt auch jetzt zum Beispiel, ich habe ja gesagt, wir machen halt weiter ein bisschen die Sponsoren und ein bisschen den Platz herrichten und alles, was halt ansteht. Und schöner. Dem Zwider sein, was du schon wenn was nicht so läuft. Stehst du? Ja, so wegen Stinkern aber. Das ist Stinkern, genau. Ihr lacht auch, wer ist denn ihr eigentlich da hinten? Das ist der Franz, der ist. Franz, wer bist du? Bis vor zwei Jahren ist der erster Vorstand gewesen vom CSV Egmating. 750 Mitglieder. Franz, erzähl mal was. Franz? Ja. Also, was soll ich noch erzählen? Ja, Franz. Ja, 750 Mitglieder haben wir im TSV. Für den Ort mit 2200 Einwohnern ist das natürlich riesig. Mhm. Und davon haben wir 9 Abteilungen verschiedene. Das ist also, geht auch von Volleyball, Basketball, Fußball. Die größten Abteilungen sind Turnen und Fußball. Turnen? Okay. Ja, haben wir ungefähr 250 Mitglieder. Da sind die Mädler dann dabei, oder? Beim Turnen. Genau. Seid ihr Turnerinnen? Ich habe 6 Jahre turnt, aber jetzt habe ich aufgehört. Warum? Keine Lust mehr? Ich habe jetzt angefangen zum Fußballspielen. Ach, so läuft das so bei euch. He? Da tun wir so wegen und dann wollen sie Fußball spielen, oder? Das ist der Enkel vom Hans. Ach, da schau her. Ja. Das kommt dann auch dir, oder was? Ja, mei, du. Schau mal, die zwei Dirndl da, verstehen wir, die müssen irgendwann einmal eine Energie müssen die einmal entladen. Und das Fußball ist das Richtige dafür. Ja, aber es sind immer so Mädler und Fußball, gell? Ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Ja, das passt schon, verstehst du? Die brauchen ja ein bisschen Dorfgemeinschaft und Freundinnen untereinander. Ist doch schön, oder? Ja, ist super. Spielst du auch Fußball jetzt? Ja. Du turnst noch? Nein, Tischtennis spielen. Tischtennis? Hey, so, ich muss nach Egmating kommen, dass ich mal wieder sportlich gefördert werde. Ich weiß, wer sagt, was du bis jetzt versammelt hast, kann ich gar nicht sagen. Unglaublich. Ich sag, da musst du nach Egmating kommen mit 2200 Einwohnern. Ja. Und dann hast du die Möglichkeit, dich endlich sportlich aktiv zu zeigen. Ja. Darfst du so alte Schrullen wie mich nur aufnehmen? Ja, wir nehmen alles, was daherkommt. Verstehst du wirklich? Das ist äußerst sympathisch, Hans. Ja. Da kann jeder kommen, oder? Ja, echt. Wir sind ein ganz sozial eingestellter Verein. Wirklich. In meine Richtung sagt. Ja. Darf ich jetzt einmal, was wolltest du jetzt? Wolltest du mir jetzt ohne klatschen? Ja. Darf ich mal auf den Platz gehen? Ja, freilich. Ja, geh mit, Hans. Du musst mir auch vorstellen, die sind jetzt völlig überfordert. Ja, ihr seid ein Fanclub. Dort in der wo ich herkomme aus der Oberpfalz. Wenn ich das jetzt so wissen, das Millionen von Zuschauern. Ich möchte es wissen. Und das suchen wir dann, wenn die Kamera aus ist, suchen wir das für uns. Also, das ist ein kleiner Ort. Weil wir haben ja zum Beispiel da einen Maibaum, da waren vom Radio Arabella, die sag schnell, die ganz populär ist, die hat uns also zweimal schon praktisch so einen Abend moderiert. Ja. Das ist freilich super, Kolleginnen, alles gut. Boom, haber deri! Da sind jetzt Mädel auch mit dabei. Ich habe ein Mädel entdeckt. Hallo, nicht schauen, trainieren. Klar haben wir es. Oh, da ist ein Robben. Da ist ein Robben dabei. Götze haben wir dabei. Was ist mit Lahm, Schweinsteiger und Co.? Was ist mit denen? Ha? Nee. Und welche Position? Mittelfeldsturm. Mittelfeld, gut. Ja. Erster Tormann.
Da ist eine Ähnlichkeit zu Kahn vorhanden, Bub. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. Noch nicht? Das macht die Frau vom Fernsehen. Und, wie schaut's aus mit dem Halten? Passt schon. Was trainiert ihr denn gerade ein bisschen? Wir spielen was. Ach, ihr spielt was? Was spielt ihr? Und ich stehe mittendrin. 16er. Ein 16er spielt ihr? Geh mal zum 16er. Ja, und das sollst du jetzt halten? Vom 16er aus? Das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen. So, der Robben schießt jetzt vom 16er Kerzengrad hinein. Einen Pass rüber zu Robben. Komm, Bub, schieß. Ja, 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 da war's Tor. So, und jetzt rein damit. So, jetzt pass auf, jetzt kommt Schiedere. Ich darf einen Elfer machen, oder? Ich mache einen Elfer. Ist das der Elfer? Ja. Ja, das kann ich auch. So, jetzt pass auf. Jetzt musst du hupfen, springen. Du musst mir was geben, Bub. Ja, wo ich hinschießen kann. Ah! Okay, das war's. So, wir gehen jetzt mal in die Trainingsstunde. Ich darf einfach mal die Übungsleiter ein bisschen belästigen. Sehen wir uns gleich wieder, gell? So, grüß Gott. Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Egmating. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. So, und jetzt da, genau, bumm, schau her, abgenommen. Ich bin frech, gell? So, wir sind beim TSV Egmating. Das sind die Übungsleiter, also einer davon, gell? Einer davon, ja. Havardere. Rennst du selber auch mit oder stehst du nur? Ich stehe die mehrere Zeit, grüß dich. Dein Name? Du bist Schiederin, gell? Ja, war ich. Wer bist du? Ich bin der Markus. Markus Havardere. Und wer ist der junge Mann? Das ist mein Co-Trainer. Das du ist bist schon Co-Trainer? Und wie heißt du? Jan. Wie alt bist du, Jan? 14. In TSV Egmating kann man aufsteigen und das sehr schnell. Wie lange trainierst du schon oder übst schon? 4 Jahre. Also üben tue ich glaube ich schon seit 30 Jahren, aber trainieren jetzt seit 4 Jahren. So alt bist doch du noch gar nicht, oder? Das sagst jetzt du, gell? Und irgendwann mal ist man dann halt Fußballer, gell? Aus Leidenschaft. Ja, macht man halt einfach mit, gell? Wenn jetzt halt Buben selber spielen, dann tut man halt da ein bisschen auch mitmachen. Mädler habt ihr auch dabei. Ja. Das ist schön. Ja. Wie werden denn die Mädchen so akzeptiert, Jan, unter die Burschen? Es sind schon mehr Burschen da, was ich sehe, gell? Ja. Aber die Mädels werden dankbar aufgenommen? Ja, ich denke schon. Ist schon cool, wenn so ein Mädel dabei ist, gell? Ja. Jetzt nick halt. Mach halt einfach so in die Kamera so, gell? Wie oft habt ihr ein Training in der Woche? Wir haben zweimal in der Woche Training. Zweimal? Ja, und im Sommer eigentlich einmal in der Woche nur ein Spiel. Und ja, und das macht ja alle Spaß. Ja. Ja, wenn man das schmeckt, dann möchte man gar nicht anders. Gell? Was denkst du, was das mit den kleinen Burschen und Mädels macht, Fußball? Beziehungsweise Sport überhaupt so in einem Verein? Ich sage jetzt einmal, dass das jetzt im Endeffekt die Gemeinschaft zusammenschweißt. Ja. Weil wenn jetzt jeder bloß daheim hockt mit seinem iPod oder iPad oder sowas, das bringt es ja nicht. Und so ist halt einfach ein Mannschaftssport und dann seid halt alle beieinander und dann tust du halt was miteinander. Ja, und das ist halt, wie gesagt, mannschaftsdienlich halt da. Ihr werdet ja nicht bloß Fußball miteinander machen, oder? Ich meine, da ist ja dann auch Gemeinschaftsleben allgemein im Ort so, oder? Miteinander festeln und so weiter. Freilich. Spiele, Siege, feiern, oder Jan? Ja. Das können wir dann auch, oder? Ja. Dass wir auch trainiert werden. Ja, sowieso. Da vorne steht der Maibaum, gell? Der Maibaum. Die Andeutung dessen. Das ist eine wichtige Geschichte im Dorf. Das ist klar, das habe ich schon verstanden. Gell? Das gehört schon auch dazu zum Dorfleben. Ihr habt ja so viele Abteilungen, so viele Mitglieder, gell, dabei. Ja. In so einem Ort wie Egmating. Ja, ich weiß nicht, ob's der Hans schon gesagt hat, wie die Jugend war, also vor 2011, Anfang 2011 waren es 35 Kinder und jetzt sind es 115, 120 Kinder. Kommt ab und zu ein Golfball übergeflogen? Nein, weil die schießen. Die schießen in die falsche Richtung, oder? Die schießen bergab. Ich wollte gerade fragen, ob ihr euch da vom Reinfahren den Bällen ein bisschen in die Quere kommt. Nein, gleich gar nicht. Das ist jetzt Zirkeltraining oder was ist das? Das ist einfach ein bisschen Koordinationstraining, ein bisschen Slalomlaufen. Da musst du den Ball, so wie man dort sagt, mit links und mit rechts annehmen und halt dann einfach zwischen die Hirtl einmal so aufs Tor schießen. Da sag ich mal, jetzt einmal grundsätzlich, bei so jungen Menschen, also sehr jungen Menschen, erkennt man da sehr bald, wer ein großes Talent ist oder wer weniger vielleicht mit dem Ball klarkommt? Und was machst du damit, solchen, die weniger Ballgefühl haben? Also ich sage jetzt einmal, das ist jetzt alles zu hoch gegriffen, dass man jetzt sagt, oh, mein Bub ist jetzt der Beste oder das Mädel ist jetzt das Beste und ich muss jetzt bei Bayern spielen oder 60. Das entwickelt sich dann mit der Zeit einfach irgendwie. Man sieht ja oft, jetzt, wenn ein Kind einen Wachstumsschub macht und auf einmal schnell 10 cm schießt, dann haut es gar nicht mehr hin von der Koordination, vom Kopf und von den Füßen. Ja, weil halt einfach da das Verhältnis nicht mehr passt. Und einfach, wie gesagt, ich glaube, alle sind da, das spielen zur Gaudi. Ja.
Und jetzt hat mich hinterher schon mal eingesagt auf den 1. Mai, den 1. April da, den April-Scherz für euch da. April, April, April. Du schwitzt aber schon gescheit, ha? Der, also, du bist schon gut. Wann musst du nicht so hinscheißen? Das schaffe ich auch. Warte mal, darf ich mal? Ja. Servus. Servus, aber der grinst. Wie ist denn dein Name, der so grinst? Johannes. Johannes, jetzt zeig dir mal die Frau Schiene, weil es nicht geht. So, Moment, das ist aber fein schon weit, weil ich jetzt gerade feststelle. Oh. Schaffst du nicht? Naja, aber nicht so schlecht daneben zu. Schahi? Eins von beiden war's. Ihr habt's mir eher das Größere hingestellt, für mich, oder? Tut mir leid, war daneben. Johannes, du hast recht gehabt mit dem Grinsen. Aber ihr macht schon so. Ja, ja, alles klar. So, jetzt gehen wir mal wieder zum Hans. Danke, schöne Übung weiter, gell? Jan, pfiatti. Ja, Trinkpause. Das ist das Wichtigste beim Fußballspielen. Trinkpause. Es gibt Trinkpause. Der Übungsleiter hat gesagt, Trinkpause. Hans, geht noch? Es geht noch, habe ich gesagt. Du, ich muss am Freitag auch spielen, verstehst? Welche Position? Du, Mittelfeld, verstehst du? In der A. Greife mir an. Geht das dann noch? Aha, du, kurz mal für diejenigen, die. Alte Herren. Du kannst ja mal kommen, verstehst du, dann machen wir mit dir ein Probetraining in der Telefonzelle. In der Telefonzelle. Aber ich, was? Du bist auch Diener halt. Ach so. Ist das so? Gibt es eine Damenmannschaft mit AHA, also AD, ja? Nein, aber wir haben eine Damenmannschaft damit gehabt. Damenmannschaft, das war eigentlich das Schönste, eigentlich, was in meiner Laufbahn passiert ist. Das war 95 bis 98. Und da haben wir, da haben ungefähr so 25 Mädel gewinnen. Die haben in eine Punktspiele gemacht. Und da haben vielleicht so 70-80% weiblich Fußball spielen können. Aber die wollten nicht alle dabei sein. Und da haben wir teilweise ungefähr 150 Zuschauer haben wir am Samstag gehabt. Und dann, wenn die gewonnen haben, das war der Wahnsinn. Da haben die Hütten, die ist absolut auf den Kopf gestellt worden. Das war ein so einer Traum. Da haben sie alle mitgefiebert und das war wirklich schön. Also, das ist eine der schönsten Zeiten gewesen, was wir da überhaupt gehabt haben, weil das einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl war. Das war wirklich ein Traum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist aber ja grundsätzlich so, wenn du in einem Verein bist, oder? Und wenn du dich gut verstehst. Ja. Aber krachen darf es auch schon mal, oder? Muss auch mal krachen, oder? Da hättest du mal dabei sein sollen, wenn die zum Beispiel so eine Sitzung machen. Weißt du, Mannschaftssitzung, da haben Fasers jedes Mal, also bis da was rausgekommen ist dabei, ist die ganze Nacht vergangen. Und dann hat wieder eine gezahnt. Das war auch der Fall. Das geht ja so schnell bei denen. Hat eine gezahnt. Das geht ja so schnell bei denen. Weißt du? Oder wenn die hoch verloren haben, das war ja Mama. Da hat eine gezahnt, das in meinem Leben nicht gehört. Ich bin schon seit vielen Jahren für die Ortschaft der Woche unterwegs, aber da hat eine gezahnt, habe ich auch noch nicht gehört. So, unsere Zeit ist vorbei. Ich darf jetzt was trinken, weil Trinkpause. Ja. Ist ja beim Fußball wichtig, Hans. Ja. Das darf man jetzt machen. Also, jetzt trinken wir halbe, oder? Ja, darf ich schon sagen. Aber da schaut jetzt keiner zu. Machst du jetzt, was möchtest du am liebsten trinken? Was gescheit. Wenn du Wasser kriegst, dann kann das Spielzeug auch mitliefern. Dann. Das wir beenden jetzt das Gespräch und sagen Servus bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Egmating. Wechseln auch Sie!